Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zur Vorlesung Grundlagen der Elektrotechnik. Heute mit der Folge Kombination von Widerständen. Was hat das damit auf sich? Nun, wir schauen an, wie wir Widerstände kombinieren können, beispielsweise in Serie. Dann können wir auch ausrechnen, wie die Spannungen in diesem Fall an den Widerständen sich verhalten. Wir können aber auch eine sogenannte Parallelschaltung uns anschauen und schauen, wie sich dann der Gesamtwiderstand ergibt und sich die Ströme auf die Widerstände aufteilen. Eine Serienschaltung bedeutet, dass zwei Widerstände kurzerhand hintereinander geschaltet werden, dass also derselbe Strom durch diese beiden Widerstände fließt. Und wenn man jetzt wissen will, wie der gesamte Widerstand davon ist, für viele Zwecke braucht man das, so ist die Antwort sehr einfach. Er beträgt nämlich kurzerhand die Summe dieser beiden Widerstände. Das ist eine einfache Sache. Merken wir uns, serielle Widerstände addieren sich. Das hat auch einen kleinen Randeffekt, denn wir können auch schon überschlagen, ob unser Ergebnis überhaupt richtig sein kann. Denn grundsätzlich gilt, dass die Summe, also das Ergebnis dieser Serienschaltung, immer größer als der größte dieser beiden Widerstände ist. Das hört sich jetzt sehr einfach an, aber es kommt vor, dass Sie nicht nur einen, sondern vielleicht mehrere Widerstände in Serie verschalten oder sich im Taschenrechner vielleicht auch schon mal vertippen. Und wenn das Ergebnis so ist, dass es eben nicht größer als der größte der beiden Widerstände ist, dann haben Sie zu Recht, dürfen Sie misstrauisch werden und Sie müssen das nochmal überprüfen. In dem Fall ist es so, dass wir über jedem dieser Widerstände einen Spannungsabfall haben, aber auch über der gesamten Anordnung. Das heißt, zeichnen wir uns das einmal ein. Durch beide Widerstände fließt der gleiche Strom, nennen wir ihn I gesamt. Es fällt über den beiden Widerständen eine gesamte Spannung ab, nennen wir sie U gesamt. Und über jeden der einzelnen Widerstände fällt ebenfalls eine Spannung ab. U1 und U2 jeweils an diesem entsprechenden Widerstand. Und wenn wir jetzt wissen wollen, wie groß diese Spannungen sind, wenn wir vielleicht eine dieser Spannungen kennen, dann brauchen wir jetzt nicht notwendigerweise das Ohmsche Gesetz bemühen, sondern wir können den sogenannten Spannungsteiler ansetzen. Denn es gilt grundsätzlich, das Verhältnis der Spannungen an seriellen Widerständen entspricht dem Verhältnis der jeweiligen Widerstände. Mit einem Wort, wenn wir hier einen kleinen Widerstand und einen großen Widerstand haben, bedeutet das, hier ist eine kleine Spannung und dort ist eine große Spannung. Die Spannung ist immer so groß proportional zum Widerstand. Das heißt, wenn wir also jetzt hier beispielsweise die Spannung U1 kennen und wir kennen die Widerstände R1 und R2, dann können wir bequem auch die Spannung U2 ausrechnen, denn es gilt ja, wie wir gerade gelernt haben, das Verhältnis der Spannungen entspricht dem Verhältnis der jeweiligen Widerstände. Mathematisch ist das genau diese Gleichung U1 durch U2 gleich R1 durch R2. Und je nachdem, welche dieser Größen wir gerade nicht kennen, lösen wir die Gleichung eben entsprechend auf. Das gilt auch nicht nur für die einzelnen Widerstände R1 und R2, sondern wir können auch die Gesamtschaltung, die Reihenschaltung der beiden Widerstände als einen Widerstand betrachten, nämlich als Gesamtwiderstand betrachten. Und dann gilt die Spannung U gesamt durch U1 ist beispielsweise der Widerstand R gesamt durch R1. Oder wenn man das umformt, dann steht dann hier U1 durch U gesamt gleich R1 durch R gesamt. Und R gesamt, das hatten wir ja schon
gelernt in der vorherigen Folie, ist einfach die Summe der beiden Widerstände. Das heißt, unsere Spannungsteilerregel lässt sich sogar anwenden, wenn wir die gesamte Spannung über den beiden Widerständen haben. Und dann können wir schreiben, beispielsweise U1 durch U gesamt ist R1 durch R1 plus R2. Wenn wir die Gesamtspannung und die Spannung U2 haben oder den Widerstand R2 kennen, können wir das auch rechnen. Dann ersetzt sich hier oben im Zähler der Index 1 jeweils durch den Index 2. Mit einem Wort, auf die Weise können wir relativ bequem, ohne erst den Gesamtstrom auszurechnen, direkt die Spannungen ausrechnen, wenn wir die Spannung an einem anderen der Bauteile kennen. Achso, das habe ich. Hier sehen Sie dann tatsächlich den Fall, dass wir eben die Spannung U2 und die Gesamtspannung betrachten. Eine besondere Form eines solchen Spannungsteilers ist das sogenannte Potentiometer. Potentiometer kennen Sie vielleicht. Ich zeige Ihnen jetzt einmal ein Foto von einem sogenannten Trimpotentiometer, was sich also jetzt nur mit einem Schraubendreher verdrehen lässt. Letzten Endes kennen Sie es allerdings als Drehregler, beispielsweise für die Lautstärke von einem Verstärker oder einem Radio oder so. Es ist folgendermaßen aufgebaut. Es besteht im Wesentlichen aus einer Widerstandsschicht, meistens ist es eine Kohle-Plastik-Mischung, die also praktisch hier als Leiterbahn, als schlechtleitende Leiterbahn von diesem oberen Anschluss einmal im Kreis bis zu dem unteren führt. Und dann hat man hier einen Schleifkontakt, der eben auf diese Leiterbahn drückt und elektrisch leitend hier mit dem mittleren Pin verbunden ist. Und je nachdem, wie man jetzt gerade diesen Schleifer jetzt hier dreht, weiter nach unten oder entsprechend weiter nach oben, dann ist also der Widerstand von dem Schleifer zu dem einen Kontakt deutlich kleiner und der andere wird entsprechend größer. Die Summe dieser beiden Widerstände, die bleibt immer gleich. Wenn wir das als Schaltplan zeichnen, dann haben Sie im Grunde diese Anordnung, die hier dargestellt ist. Wir haben einen Widerstand auf der einen oberen Seite, einen Widerstand auf der unteren Seite und wir haben den Weg X dargestellt hier, der also angibt, wo der Schleifer gerade steht. Als Symbol für ein Potentiometer verwenden wir üblicherweise einen normalen Widerstand und da geht dann so ein Pfeil hindurch, der stellt dann praktisch hier den Schleifer dar. Ja, die Ausgangsspannung dieses Potentiometers ist dann natürlich unmittelbar proportional zu der Schleiferstellung. Das heißt, wenn wir einmal hier eine Spannung anlegen an ein solches Potentiometer und dann ist die Ausgangsspannung proportional zu der Stellung des Schleifers X. Das heißt also, das Verhältnis dieser beiden Widerstände ist entsprechend so gewählt und Sie können dann also eine Ausgangsspannung, die dann linear vom Weg abhängig ist, abgreifen. Achtung, diese lineare Verlauf, der ändert sich, wenn Sie hier noch zusätzlich einen Widerstand anschließen. Wenn Sie zum Beispiel einen weiteren Verstärker mit einem Eingangswiderstand anschließen und der vielleicht einen sehr kleinen Eingangswiderstand hat, dann kriegen Sie eine interessante Form heraus, die wir vielleicht als Übungsaufgabe auch noch rechnen werden. Ja, solche Potentiometer, wie ich schon sagte, werden verwendet eben um irgendwelche Signale einzustellen. Man kann zum Beispiel auch die Lautstärke damit einstellen, stellen sich also hier nicht eine Gleichspannung, sondern ein Signal, was aus einem Vorverstärker herauskommt. Und das Ausgangssignal, das ist dann proportional zur Eingangsspannung, also zu dem Eingangssignal und dann eben entsprechend mit einem Faktor runtergesetzt, der jetzt hier praktisch die Stellung von Proti angibt. Das heißt, Sie können damit also das Signal, was hier kommt, um einen gewissen Faktor
schwächer machen, indem sie halt, und den Faktor können Sie eben mit dem Potentiometer einstellen. Für Lautstärkeregler nimmt man häufig, das sollten Sie vielleicht wissen, sogenannte logarithmische Potentiometer. Bei denen ist die Widerstandsschicht hier nicht überall gleich dick, sondern, das muss ich überlegen, ich glaube, sie nimmt zu dem einen Pin. Überlegen Sie selber mal, zu welchem Pin sie zunehmen muss. Und das hat zur Folge, dass die Ausgangsspannung nicht linear mit der Drehstellung zunimmt, sondern in diesem Fall eigentlich exponentiell. Und das widerspiegelt letzten Endes unsere Hörgewohnheit. Denn unser Gehör nimmt Geräusche, die jetzt also einen doppelt so hohen Schallpegel haben, also physikalische Leistung, eben nicht doppelt so laut wahr, sondern eben um einen bestimmten Faktor. Sie haben vielleicht schon mal gehört, dass man eben Lautstärke in Dezibel angibt, das spiegelt das genau wider. Das heißt also, wenn wir jetzt also ein lineares Potentiometer hätten und das bis zur Hälfte hier aufdrehen würden, dann würden wir noch lange nicht praktisch die Hälfte der Lautstärke wahrnehmen, sondern nur einen gewissen Teil. Und die meiste Einstellung würde dann hier in diesem kleinen Bereich hier hinten irgendwo stattfinden oder umgekehrt. Und deswegen hat man entsprechend ein logarithmisches Potentiometer, was eben diese Hörgewohnheit ausgleicht, sodass man also dann das Ganze deutlich besser einregeln kann. Das heißt, wir haben dann das Gefühl, wenn wir gleichmäßig dass die Lautstärke aufdrehen, dass sie auch dann entsprechend gleichmäßig zunimmt. So, kommen wir nun zur Parallelschaltung von Widerständen. Oder besser, wir fangen zunächst einmal an mit der Parallelschaltung von Leitwerten. Wir werden gleich sehen, warum. Sie erinnern sich, Leitwerte sind im Grunde dasselbe wie Widerstände, zumindest also das physikalische Ding, was wir haben, nur eben anders beschrieben. So, und wenn wir jetzt zwei Leitwerte parallel schalten, dann bedeutet das nichts anderes, als dass der Gesamtleitwert einfach die Summe dieser beiden Leitwerte ist. Das heißt, Parallelschaltung ist super simpel, wenn wir hier mit Leitwerten rechnen. Dann addieren sich die Leitwerte, schon ist der Käse gegessen. Das Leben könnte einfach sein, nur das Problem ist, dass wir in den Schaltungen, ja in den meisten Fällen ja doch mit Widerständen arbeiten. Und es steht leider auf Widerständen nicht drauf, er hat den und den so und so viel Siemens, sondern das steht meistens in Ohm drauf. Das heißt, wir müssen jetzt einmal gucken, was bedeutet es jetzt, wenn wir tatsächlich unsere Teile als Widerstand betrachten und dann parallel schalten. Naja, das ist nicht weiter schwierig. Wir haben ja gerade geklärt, als Leitwerte addiert sich das Ganze. Und wir wissen ja, dass ein Leitwert, das Inverse von einem Widerstand ist. Das heißt, daraus ergibt sich zwanglos die Gleichung, dass also 1 durch der Gesamtwiderstand gleich 1 durch der Widerstand R1 plus 1 durch der Widerstand R2 ist. Und das ist die klassische Formel zur Parallelschaltung von Widerständen. Achten Sie drauf. Aber immer wieder finde ich in Prüfungen, dass Studierende 1 durch R1 plus 1 durch R2 rechnen. Dieses Ergebnis ist ja aber erst dann der Gesamtleitwert. Das muss ja nochmal durch 1 geteilt werden. Das heißt, der Gesamtwiderstand berechnet sich zu 1 durch und dann, Klammer auf, 1 durch R1 plus 1 durch R2, Klammer zu. Achten Sie darauf, dass Sie hier unter dem Bruchstrich noch Klammern setzen. Bei vielen Taschenrechnern oder Computerprogrammen ist das notwendig, weil sonst was Falsches rauskommt. Wir können diese Gleichung auch umformen. Das ist manchmal ganz hilfreich, wenn beispielsweise einer der beiden Widerstände 0 ist. Dann würde jetzt hier 1 durch
Null stehen und das das kann man nicht rechnen. Das heißt, da würde also dann ein Fehler auftauchen. Wir können jetzt die ganze Gleichung hier mit R1 und R2 multiplizieren. Dadurch ergibt sich dann die Gleichung R-Gesamt ist R1 mal R2 durch R1 plus R2. Wie gesagt, diese Gleichung, die ist auch rechenbar ohne Fehler, wenn einer der Widerstände oder auch wenn einer der beiden Widerstände gleich 0 ist. Ja, diese Gleichung wird auch gerne sonst verwendet. Achten Sie drauf, im Nenner, also unter dem Bruchstrich, steht das Plus und über dem Bruchstrich steht der Multiplikator mal. Ich habe dann schon mal immer wieder in Vorlesungen Studierende gefragt, wie könnt ihr euch das merken? Und einmal hatte ich eine Antwort bekommen, die möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, obwohl sie ein wenig makaber ist. Sie kam von einem jungen Studenten, der wohl im Kosovo groß geworden ist und tatsächlich auch den Krieg noch erlebt hat als junger Mensch. Und er sagte, in der Schule hätten sie sich folgende Regel gemerkt. Erst kommt die Kugel und dann kommt das Kreuz auf dem Grab. Ich weiß nicht, ob das die beste Methode ist zu merken, aber da sie so makaber ist, bleibt sie vielleicht beim einen oder anderen hängen. Wir hatten eben gelernt, bei der Serienschaltung ist das Ergebnis immer größer als der größte Widerstand. Bei der Parallelschaltung ist es genau umgekehrt. Das Ergebnis ist immer kleiner als der kleinste Einzelwiderstand. Kann man sich auch gut vorstellen, ne? Wenn meinetwegen R1 der kleinere von beiden ist, wenn wir noch einen dazu parallel schalten, wird der Widerstand dann noch kleiner. Das heißt, hier können Sie auch schauen, ist der Gesamtwiderstand kleiner als der kleinste Einzelwiderstand, dann könnte es stimmen. Wenn das Ergebnis größer als einer der beiden Widerstände ist, dann haben Sie handfesten Grund, misstrauisch zu sein. Wir können natürlich nicht nur zwei Widerstände parallel schalten, sondern im Grunde beliebig viele Widerstände parallel schalten. Auch dann gilt die Formel, dass also die Parallelschaltung von Leitwerten die Summe dieser Leitwerte ist. Das heißt, es gilt also auf jeden Fall, 1 durch R gesamt ist 1 durch R1 plus 1 durch R2 plus 1 durch R3 und so weiter und so weiter und so weiter. Ja? Achtung! Die Formel mit dem Mal und dem Plus, die wir eben auf der vorigen Folie hatten, die gilt nur für zwei Widerstände. Die können Sie nicht erweitern für drei Widerstände. Naja, jedenfalls nicht so ganz einfach. Ja, also Sie können da nicht schreiben, R1 mal R2 mal R3 geteilt durch R1 plus R2 plus R3. Das gilt auf keinen Fall. Das heißt, sobald Sie mehr als zwei Widerstände parallel schalten, dann verwenden Sie bitte diese Gleichung, die sich aus der Leitwertgleichung ableitet, 1 durch R gesamt ist 1 durch R1 plus 1 durch R2 und so weiter. Ja, wenn Sie jetzt hier beliebig viele gleiche Widerstände parallel schalten, dann wird die Sache ziemlich einfach. Dann ist der Gesamtwiderstand der Wert des einzelnen Widerstands geteilt durch die Anzahl der Widerstände. Also wenn Sie jetzt vier gleiche Widerstände parallel schalten, dann ist der Gesamtwiderstand genau ein Viertel des Wertes des einzelnen Widerstandes. Ja, ich möchte einen kleinen Exkurs machen, der jetzt vielleicht nicht lebenswichtig ist, aber vielleicht ganz hilfreich sein kann, um vielleicht nicht ganz so sehr durcheinander zu kommen. Und zwar möchte ich Ihnen kurz den sogenannten Paralleloperator einführen. Ja? Und zwar möchte ich Ihnen die Operation x ist parallel zu y als mathematischen Operator vorstellen. So ähnlich, Sie kennen Operatoren, das sind also praktisch Rechen,
Operationen wie Plus, Mal, Minus oder geteilt oder auch hoch, die also praktisch zwischen zwei sogenannten Operanden stehen. Und genauso kann man auch hergehen und diese die Rechenoperation Parallelschaltung als einen solchen Operator darstellen. Man kann es jetzt nicht so ganz perfekt sehen, aber wir definieren das einfach als Zeichnen zwei parallele Striche und wir sagen einfach x parallel zu y soll sein 1 durch x plus 1 durch y. Das heißt, wir definieren praktisch diese mathematische Operation, wir nennen sie einfach Paralleloperator. Das können wir anwenden eben für die Parallelschaltung von Widerständen. Aber wir können es genauso anwenden, wenn wir Leitwerte in Serie verschalten. Der Gesamtleitwert einer Serienschaltung von Leitwerten berechnet sich genauso wie die Parallelschaltung von Widerständen. Deswegen müssen wir aufpassen, wenn wir also diesen Paralleloperator verwenden, heißt das noch lange nicht, dass es vielleicht auch eine Parallelschaltung ist. Wir werden auch später feststellen, dass eine Serienschaltung von Kondensatoren mit diesem Paralleloperator zu berechnen ist, sofern wir eben diesen Paralleloperator als mathematische Operation betrachten und nicht tatsächlich als physikalische Parallelschaltung. Ja? So. Und jetzt können wir schauen, was dieser Operator alles kann. Es kann uns nämlich dann helfen, wenn wir jetzt mehrere Widerstände in Parallel und in Serie haben, können wir das gegebenenfalls zusammenfassen oder umformen. Für den Paralleloperator gilt das Kommutativgesetz. Das heißt, es ist wurscht, ob wir x parallel zu y oder y parallel zu x rechnen. Ja. Es gilt das Assoziativgesetz, das heißt also, wenn wir mehrere haben, wenn wir Klammern setzen mit dem Paralleloperator, so ist es wurscht, wie die Klammer im Detail sitzt. Und das Distributivgesetz, das heißt, wenn wir also hier die Parallelschaltung mit einem konstanten Faktor multiplizieren, ist auch möglich. Das heißt, wir können also entweder vorher jeden einzelnen Widerstand praktisch mit einem Vorfaktor größer machen oder eben die gesamte Parallelschaltung am Ende mit demselben Faktor versehen, kommt auch selber raus. Was leider nicht so ohne weiteres funktioniert, das wäre diese Gleichung. Das heißt, wir können also nicht x parallel zu y und dann plus z, ja, also dann eine zusätzliche Serienschaltung hinzufügen. Das ist was anderes, als wenn wir die Klammer anders setzen. Ja, das, Sie sehen hier anhand der Visualisierung, was die Gleichung hier jeweils bedeuten würde. Und daran sehen Sie auch schon, dass eben diese mathematische Operation sicherlich so nicht gültig ist. Hm? Genauso sehen Sie hier, dass also x parallel zu y plus z können Sie also auch nicht ausklammern. Und was auch nicht geht, wenn Sie jetzt hier zwei parallele Widerstände in der Mitte zusammenfassen, das ist was anderes in den meisten Fällen, ja, wenn Sie die in der Mitte hier eben nicht miteinander verbinden. Da müssen wir aufpassen, also das darf man nicht miteinander verrechnen. Ja, das war jetzt ein kleiner Exkurs zum Paralleloperator als mathematischer Begriff. Wir machen jetzt wieder weiter und schauen uns den sogenannten Stromteiler an. Bei der Serienschaltung hatten wir geguckt, wie ist die Verteilung der Spannungen an den Widerständen. Bei der Parallelschaltung liegt an beiden Widerständen exakt dieselbe Spannung U gesamt an. Das sieht man hier, die sind beide zwischen ein und demselben zwischen denselben Knoten verbunden. Aber wenn jetzt hier ein Strom ankommt, so teilt er sich auf. Ein Teil des Stromes fließt durch den einen, ein anderer Teil fließt durch den anderen Widerstand. Und was da im Detail passiert, lässt sich eigentlich tatsächlich wieder mal mit Leitwerten viel besser verstehen. Denn es gilt, das Verhältnis der Ströme entspricht dem Verhältnis der jeweiligen Leitwerte. Naja, kann man sich gut vorstellen,
wenn hier G1 der bessere Leitwert ist, also besser leitet, dann wird da sicherlich auch mehr Strom hindurchfließen als durch den, der nicht so gut leitet. Sodass dann also unterm Strich gilt, I1 durch I2 ist gleich G1 durch G2. Also praktisch dieselben Gleichungen, die jetzt beim Spannungsteiler mit Widerständen aufgeschrieben wurden, die können wir jetzt hier mit Leitwerten aufschreiben. Und das heißt, auch wenn wir jetzt hier den Gesamtstrom haben, so können wir das Verhältnis vom Gesamtstrom zu einem der Leitwerte mit dem Gesamtleitwert ausrechnen. So, jetzt haben wir aber das Problem, wie eben schon bei dem Gesamtparallelwiderstand, dass wir eben dummerweise meistens dann doch mit Widerständen rechnen und die Widerstände eben üblicherweise angegeben sind. Wenn wir also das Ganze jetzt mit Widerständen ausrechnen wollen, dann gilt I1 durch I2 gleich 1 durch R1 durch 1 durch R2. Und das 1 durch, das hebt sich dann jeweils auf, sodass dann am Ende steht, I1 durch I2 ist gleich R2 durch R1. Das heißt, die Ströme sind umgekehrt proportional zum Verhältnis der Widerstände. Ja? Also aufgepasst, beim Stromteiler gilt also, die Verhältnis der Ströme ist umgekehrt proportional zum Verhältnis der entsprechenden Widerstände. Das heißt, die Indizes hier sind von oben nach unten getauscht. Ja? So, noch gemeiner ist es, wenn wir jetzt hier den Gesamtleitwert angeben. Ja, wenn wir also den Gesamtstrom ausrechnen wollen. Auch dann gilt natürlich I1 durch I-Gesamt ist R-Gesamt durch R1. Aber aufgepasst, dieses R-Gesamt, was wir hier haben, das ist nicht die Summe, sondern das ist als R-Gesamt, zählt in diesem Fall die Parallelschaltung dieser beiden Widerstände. Deswegen steht hier dann oben nicht R1 plus, sondern R1 parallel zu R2. Das ist eine Sache, die in den Prüfungen leider auch immer wieder schon mal falsch gemacht wird, dass also Studierende dann an der Stelle, anstelle des Paralleloperators ein Plus machen und den Gesamtwiderstand hier einfach als Summe in diesem Fall dann ausrechnen. Das ist falsch. So. Wenn Sie sich die Mühe machen wollen, dann können Sie zeigen, dass genau diese Gleichung R1 parallel zu R2 geteilt durch R1 sich umwandeln lässt, sodass wir dann doch die Summe der beiden Widerstände verwenden können. Ich mache das jetzt nicht im Detail vor, das überlasse ich Ihnen als Hausaufgabe und wenn Sie damit nicht weiterkommen, dann können Sie gerne in die Sprechstunde kommen, dann zeige ich Ihnen, wie das geht. Letzten Endes kommt jedenfalls diese Gleichung raus hier, die nämlich jetzt die Summe der Widerstände dann darstellt. Und schauen Sie mal, hier unten steht also jetzt die Summe der beiden Widerstände. Ja, und hier oben drüber, warten Sie, jetzt können wir das sehen, ja, ist nicht der Widerstand R1 wie beim Spannungsteiler, sondern hier haben wir den entsprechend entgegengesetzten Widerstand im Stromteiler sitzen. Das heißt, ganz wichtig, an der Stelle in der Stromteilerregel steht R2, wenn wir den Strom I1 ausrechnen wollen. Dann können wir hier auch unten die Summe setzen, R1 plus R2. Aufgepasst, das ist natürlich jetzt nicht der R-Gesamt oder das 1 durch G-Gesamt, sondern das ist tatsächlich einfach nur die Summe dieser beiden Widerstände. So, trotzdem ist diese Gleichung, wenn man es hier mit den Indizes aufpasst, die Gleichung, die natürlich deutlich einfacher zu rechnen ist, als zunächst einmal hier eine Parallelschaltung ausrechnen zu müssen. Und deswegen schreiben Sie sich diese Gleichung hier ruhig auf ein Formelblatt, das Sie später für eine Prüfung vielleicht verwenden können. Ja, und achten Sie eben drauf, markieren Sie sich dann vielleicht dann auch in Ihrer Formelsammlung, dass eben hier der Index R2 steht, wenn Sie den Strom I1 ausrechnen wollen und entsprechend umgekehrt. Damit möchte ich mich für diese Folge verabschieden
und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.